Der starke Anfang, der ging gleich weiter. Weil am selben Tag traf ich Jochen Rindt, der es wie immer eiliger als alle anderen auf der Welt hatte. Ich erinnerte mich an ein Treffen in einer Konditorei am Kohlmarkt in der Wiener City. Rindt war eben von London eingeflogen und wie üblich eine Viertelstunde zu spät. Ich war gerade dabei, mich an einer Sachertorte mit Schlag langsam Stück für Stück zu erfreuen, als er mit offenem Burberry und wallenden Haaren hereinstürmte. Es war nicht einmal richtig Zeit für eine Begrüßung, als er mich schon fragte, was ich da gerade essen würde. Eine eher dümmliche Frage, denn jede Stubenfliege wusste auf den ersten Blick, dass ich mit einer Sachertorte beschäftigt war. Und dann gleich die nächste Frage, genauso überflüssig: Wie essen? Ich kam nicht zum Antworten, als er schon mit der Gabel an meiner Torte war, Stück für Stück in sich hineinstopfte und mit vollem Mund von einem Racing-Show-Projekt in Wien erzählte. Aber davon, und das meine ich jetzt wirklich davon, reden wir wesentlich später. Nachdem zwei Teller geleert waren, stand er auf, meinte, er habe es eilig, er müsse zum Zahnarzt. Kein Wunder, dass ich während dieser Jahre gespenstisch mager war und Treffen mit ihm in Konditoreien in Zukunft vermeiden wollte. Diese Passage, lieber Erich, die hat sie im Buch öfter wiederholt. Ja, ganz schlimm war es, ganz tragisch war es. Das war beim Monaco Grand Prix, muss gewesen sein, so 65, 66, wurscht. Ich war mit dem Göster dort, mit dem Zwilling, und da war bei Start und Ziel war das Büro von dem Automobilclub Monte Carlo, und da hat man die Ausweise gekriegt und alles. Die Fahrer, die Journalisten, alle sind da reingegangen und haben sich die Mappen geholt und diese Presseausweise oder Fahrerausweise. Na, der Göster und ich, wir kommen wieder raus, und da war daneben was eine kleine Cafeteria oder Bistro oder was immer. Wir setzen uns hin. Und dann, das weiß ich noch, der Göster, die Speisekarten, wir haben nicht unbedingt das Geld mitgehabt, was wir jetzt dort groß essen. Und da haben wir irgendwie, glaube ich, ein Sandwich gegessen, ohne was drinnen oder ein Stück Käs drinnen. Das ist ja gerade ausgegangen. Und wir sitzen dort und mampfen rein, kommt der Jochen aus dem Büro raus, auch wieder die Blöde, fragt, was essen da, setzt sie zu uns, nimmt die Speisekarten, der Kölner kommt und bestellt. Aber so wie er bestellt hat, nicht wie wir. Gescheit, mit Vorspeise, Nachspeise. Ne? Und wir haben halt weiter und er bestellt, der Kölner bringt es, er isst eine in sich, er hat nicht viel Zeit, kommt der Piers Karic, die Stirn runter, und fängt mit ihm ein Gespräch an, irgendwie, ja, Track, Race Car, blablabla, und auf einmal sagt er, okay, let's go, und der Jochen sagt, ja, wischt sich im Mund mit der Serviette, steht auf, sagt, zahlt's dabei und geht. Nicht lacht, du bist weitergegessen, der Göster, so ein Arsch. Das ist das erste Mal, dass er ausfällig geworden ist, der Göster. Und um das jetzt auch abzuschneiden, das Geld haben wir natürlich nie gekriegt, er hat nur immer deppert grenzt. Ne?